Die Unternehmerinnen Doris Lenz und Anna Eberlein führen gemeinsam das Institut Ruhezeit. Das eingespielte Team ist stolz auf ihr 93 Quadratmeter großes Institut. Herzlich willkommen hier in der Ruhezeit. Mein Name ist Doris Lenz. Wir sind hier ein Kosmetikstudio und Wellnessinstitut in Ettlingen in der Schlossgartenstraße. Und das ist meine Kollegin. Mein Name ist Anna Eberlein. Ich bin die zweite Hälfte von der Ruhezeit. Wir bieten alles von Kopf bis Fuß an. Ich bin zuständig für die Kosmetik oder mein Schwerpunkt ist Kosmetik, Massagen. Ich mache auch apparative Kosmetik, arbeite mit Mikrodermabrasion und Ultraschall. Wir bieten auch unterschiedliche Behandlungen für verschiedene Hauttypen und Hautzustände. Bieten auch Maniküren, Massagen, Wimpernverlängerung, mittlerweile auch Permanent Make-up. Und Frau Lenz ist zuständig für die Füße. Ich habe begonnen mit der Fachfußpflege. Das ist so meine große Leidenschaft, die Füße schön zu machen, aber auch natürlich, wenn es Probleme gibt. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie muss da jetzt noch was dazu und habe dann begonnen mit der Wimpernverlängerung und auch dem Permanent Make-up. Die Gründung eines gemeinsamen Instituts 2012 war für die beiden eine Art Fügung. Auf der Kosmetikfachschule Karlsruhe haben sie sich kennengelernt und blieben auch nach der Ausbildung in Kontakt. Danach haben wir uns einfach mal zusammen telefoniert, wie geht's, was machst du? Und dann haben wir irgendwie gleich gemerkt, da muss jetzt mal noch ein bisschen mehr kommen. Und wir haben beide so das Gefühl gehabt, ja, jetzt können wir mal losstarten, wir machen jetzt was Eigenes. Und ja, dann sind wir auf die Suche nach den Räumlichkeiten und sind hier fündig geworden in der Schlossgartenstraße, einer alten Arztpraxis, eine alte Stadtvilla. Die ergänzenden Fachbereiche von Doris Lenz und Anna Eberlein kommen bei den Kunden sehr gut an. In der Ruhezeit können sie sich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen. Wenn ich eine Kundin habe zur Fußpflege und die erzählt mir, ja, morgen geht sie mit ihrem Mann ganz schick da und dahin, dann sage ich, aber du, dann gehst du jetzt aber erstmal noch zur Anna rüber und lass dann mal schön deine Augenbraue richten. Ja, das ist echt so. Meinst du? Sag ich, ja. Oder du kaufst jetzt so einen tollen Lippenstift. Ja, komm, genau. Wir tragen das gleich also, auf. Also das ist schon auch so, dass wir manchmal auch so ein bisschen Anreiz geben. Ja, und dann war die bei der Anna und hat sich ihre Augenbraue schön. Sagt sie, wow, ey, also warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Sag ich, siehst du? Die quirlige Doris Lenz und die besonnene Anna Eberlein ergänzen sich wie Yin und Yang. Unstimmigkeiten gibt es keine. Die Persönlichkeiten und ihr Fachwissen ergänzen sich bestens. Vom Behandlungsangebot bis hin zur Deko sind sie einer Meinung. Wir haben uns eigentlich kein Konzept überlegt, ja, dass wir jetzt von, ja, wir machen so und so. Unser Konzept ist eigentlich unser Leben. Ja, unser Konzept ist unsere eigene Lebensphilosophie. Ja, schön haben, schön sein. Ja, es trifft sich auch gut, diese Vorstellungen, die sind oft, stimmen überein, ne? Was die Farbe betrifft, keine Ahnung, Gardinenfarbe, Deko und so weiter, das ist alles so. Niemand muss was zurückstecken, sondern, ja, toll, komm, nehmen wir, machen wir. Und diese gute Stimmung im Institut wissen auch die Kunden zu schätzen. Im Monat besuchen das Ruhezeit zwischen 200 und 250 Kunden. Mit dem Erfolg wurden auch mehr Mitarbeiterinnen eingestellt. Wir haben mittlerweile 4 Mitarbeiter. Angefangen haben wir zu zweit und wie man sieht, sind wir jetzt gewachsen. Wir haben 4 Behandlungsräume, ja, eine Fußpflegekabine, Manikürkabine und 2 Kosmetikkabinen und Massagen. Wir haben 93 Quadratmeter. Wir haben auch separate Raum für Verkauf. Die beiden Unternehmerinnen haben ihre Bestimmung gefunden. Die Leidenschaft und die Freude an der Arbeit im Institut verbindet sie. Wir haben eine junge Kundschaft, die irgendwie zu uns passt. Ja, wir haben, das ist witzig. Wir haben wirklich keine schwierigen Kunden oder komplizierte. Das ist alles. Schaust du in den Kalender rein und denkst, wow, heute wird ein schöner Tag sein. Und zusammen meistern die beiden jede Situation. Und eventuelle Hindernisse werden in der Ruhezeit einfach weggelacht.